In den weiten Ebenen der neuen Welt von Overlord, fernab von allen Ereignissen von Mittelerde, erblickte Gimli, der Zwergenkrieger, das Licht der Welt. Statt in den Hallen von Erebor geboren zu werden, fand er sich in den düsteren Ländern von Overlord wieder. Hier, in einer Welt, die von Magie und mächtigen Wesen beherrscht wird, sollte Gimli eine ganz neue Bestimmung finden. Worauf warten wir dann noch? Seine Kindheit verbrachte er in den Bergwerken von Feo-Gerra, einer Stadt der Zwerge, die sich in der Bergkette Arselisias nahe Irantel befand. Als Spross einer stolzen Zwergenfamilie wuchs er umgeben von geschickten Handwerkern und kühnen Kriegern auf. Die Zwergenstädte von Feo-Gerra erstreckten sich tief in den Untergrund und Gimli lernte früh die Geheimnisse des Erzabbaus und der Schmiedekunst kennen. Die Fertigkeiten der Zwerge suchten ihresgleichen. Sie erschufen Gegenstände von größter Schönheit. Anhand seines Alters würde ich mal einordnen, dass er vor etwa 200 Jahren geboren sein müsste. Ungefähr zu der Zeit, als die bösen Götter besiegt wurden. Als Gimli heranwuchs, zeigte sich seine unerschütterliche Entschlossenheit und sein Talent im Kampf. Sein Herz schlug für die Verteidigung seines Volkes, und so schloss er sich den Zwergenlegionen an, die gegen die Bedrohungen aus der Dunkelheit kämpften. Die Geschehnisse, um die es vor allem in Overlord Volume 11 geht, also in denen die Zwerge und Quagoa aufeinandertreffen, prägten vor allem seine Jugendjahre. Gimli zeigte sich als furchtloser Kämpfer, der sein Volk mit eisernem Willen verteidigte. Er war wahrscheinlich der einzige bekannte Zwergenheld und außerdem die größte Trumpfwaffe, abgesehen von der Runecraft. Durch die Geheimnisse von Yggdrasil werden die Klassen und Fähigkeiten der Bewohner von der neuen Welt von Overlord bestimmt. Gimli, der als Zwerg von Natur aus widerstandsfähig gegen Magie war, entwickelte sich zu einem mächtigen Krieger. Seine Klassen umfassten den Dwarf Lancer und Mountain Guardian, sowie weitere standardmäßige Kriegerklassen. Mit seiner massiven Axt und einer unerschütterlichen Rüstung aus Mithril wurde er zu einem Symbol der Standhaftigkeit in den Rahmen der Zwergen. Er war eine Legende in seinem Volk. In den Kriegen von Overlord erlangte Gimli Berühmtheit als Frontkämpfer gegen finstere Monster und drakonische Armeen. Sein Einsatz in der Schlacht gegen die Quagoa, die den Untergrund bedrohten, wurde zur Legende. Die Mächte von Nazarek hatten während eines Besuches von seinem Wirken gehört, doch Gimli hielt Abstand zu den Intrigen und Manipulationen der großen Gruft. Da der gute Gimli, anders wie Gondo, nicht primär an der Runecraft hang und schon seit jungen Jahren stur sein eigenes Ding durchzog, verließ er schon bald die Zwerge, als diese gemeinsame Sache mit Nazarek machten. Dennoch kann man die Parallelen zur Mittelerde nicht leugnen. Die dunkle Bedrohung von Nazarek, die an Saurons finsteres Reich erinnert, schwebte über der Welt. Doch Gimli fand Verbündete in anderen Rassen und Völkern, darunter auch Menschen und sogar Untote. Besonders im Gottesstaat Slaine, die einen Krieg gegen das verhasste Volk der Elfen führte, fand Gimli einen starken Verbündeten. Seine Reisen führten ihn zu Nationen und Völkern, von denen er nur Legenden gehört hatte. Helden und Champions der freien Völker. Gimli, der stets ein Kämpfer für die Freiheit und Unabhängigkeit war, schloss sich diesen Gruppen an und fand in seiner Freundschaft zu diesen Helden eine neue Familie. Nur mit einem der größten Freiheitskämpfer hatte er Probleme. Da seine Heimat seit Geburt von Drachen belagert und verwüstet wurden, konnte er im Platinum Dragonlord keinen Freund finden. In den großen Schlachten gegen Monster, Dämonen und andere Drachen bewies Gimli wieder und wieder seine Tapferkeit und Entschlossenheit. Seine Fähigkeiten als Krieger und Verteidiger wurden zu einer Inspiration für diejenigen, die gegen die Schatten von Nazarek aufstanden. Tod als Gewissheit? Geringe Aussicht auf Erfolg? Worauf warten wir noch? Doch immer schwebte die Frage über seinem Kopf, ob es eine Möglichkeit gab, Frieden zwischen den Völkern von Overlord und den Mächten von Nazarek zu schaffen. Denn egal wie stark er und seine Verbündeten seien, Nazarek war Dimensionen davon entfernt. Gimli, der die Last der Verantwortung für sein Volk trug,
träumte von einer Welt, in der Zwerge, Menschen, Elfen und Untote in Frieden zusammenleben konnten, nicht unter einer Schreckensherrschaft. Seine Reise durch die Gefilde von Overlord war geprägt von epischen Schlachten, opulenten Städten und geheimnisvollen Dungeons. Seine letzte Ruhestätte würde in der Hauptstadt vom Gottesstaat Slane sein. Gimli, der zu diesem Zeitpunkt etwa Level 36 war, fand seinen Meister in der alles zerstörenden Woge an purer, dunkler Macht, die die Hauptstadt des Gottesstaates Slane überrollte. Genau wie die Kardinale, genau wie die Helden der anderen Völker, hatte auch Gimli letztendlich keine Chance. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal Seite an Seite mit einem Elb sterbe. Wie wäre es Seite an Seite mit einem Freund? Ja. Da hätte ich nichts dagegen. Und so schrieb Gimli, der Zwergenkrieger aus den Tiefen von Overlord, seine eigene Geschichte in den Annalen der Welt. Eine Geschichte von Tapferkeit, Freundschaft und dem Streben nach einer besseren Zukunft für alle. Ohne jemals bedacht zu haben, dass Nazarik kein zweites Mordor, sondern ein weiteres Numenor sein würde. Liebe Leute, Overlord ist keine Geschichte mit Happy Ends. Und wenn Gimli sich nicht fügt, was er niemals tun würde, würde er elendig verrecken. Na gut, das war's aber auch schon mit diesem Video. Ich wollte einmal betrachten, welches Leben Gimli in Overlord geführt hätte. Leider denke ich nicht, dass er Teil von Nazarik geworden wäre. Vielmehr ein kleinerer Gegenspieler. Kein großer, dafür reicht seine Stärke nicht. Naja, ich kann das nicht richtig an irgendetwas aus Herr der Ringe stark festmachen. Das Maximale, was ich ihm geben konnte, war Level 36. Damit immer noch stärker als der hier, der und die. Aber gut, was glaubt ihr? Und wie hat euch dieses Video gefallen? Und hättet ihr vielleicht noch Sachen, die ihr gerne verbessern würdet? Vielen Dank fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!